Grüße euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt zur weiteren Folge Snowplowing Simulator mit mir, dem Fuchsel. So, ich habe gerade hier oben noch die Nachrichten durchgeschaut und ich weiß, wer für dieses ganze Schneechaos verantwortlich ist und für den ganzen eisigen Kälte und allgemein für den Winter. Nämlich, jetzt ist die Nachricht weg. Gerade Vorführeffekt. Weil gerade eben war hier noch eine Nachricht, sowas wie der Kurier brachte den Winter. Fand ich irgendwie witzig. So, ich bin schon mal hier vorgefahren zur ersten Straße, die wir noch machen müssen. Zu der ersten von den beiden Straßen. Und ja, werden wir einfach mal schauen, ob wir beide schaffen heute. Soweit ist zumindest mal das Ziel. Fahren wir nochmal ganz nah an der Kante entlang. Sehr nah an der Kante. Sag mal, was ist denn da los? Was denke ich denn? Na? Ja, sag mal, was ist denn da los? Wo hänge ich denn? Bin überhaupt nicht an der Kante dran. Was tut er sich hier so schwer? Jetzt sind wir mal raus. Komische Stelle. Ich schaue einfach mal, ob ich 100% zusammenkriege. Ansonsten, ja. Wenn ich die Stelle da so Schwierigkeiten habe, wer weiß. Schauen wir erstmal, wo die ganze Strecke überhaupt hinführt. Dann, warte mal. Das kann ich so nicht stehen lassen. Also hier sollte man wirklich noch ein bisschen an der Performance so rumarbeiten, dass das Auto vielleicht ein bisschen, ich sage mal, verzeihlicher ist, wenn es irgendwie in der Kurve halt wo gegenfahrt. Das macht die Kanten im Grunde im gesamten Spiel am schlimmsten, meine ich. Aber gut, fahren wir einfach mal ein bisschen noch. Nein, bleibt doch nicht immer stecken. Okay, 35 Grad Kurve. Pack mal easy. Mit Ausnahme den Bäcker an der Wand. Scheiße, wie weit geht das denn noch? Hier muss der Schnee geräumt werden. Also hier hätte man so schön rollen lassen können. Ich verstehe auch nicht, wieso das hier... Weil sie sind fast auf der Tonne rauf. Bisschen schwächeres Movement bräuchte er auch beim Thema Lenken. Also wenn ich jetzt das einmal drauf drückt, dass er halt ein bisschen langsamer in die Kurve reingeht oder nicht so einen starken Winkel aufmacht. Ah, okay, hier ist schon Ende. Hier habe ich sogar schon mal geschoben. Und das wird unser Ziel dann sein danach. Zeigt mir hier noch eine Fläche an. Oh oh. Okay, alles in Ordnung. Alles in Ordnung, hat nur einen kurzen Herzinfarkt gekriegt. A little heart attack. So, warte, die Richtung passt. Machen wir jetzt hier einfach nochmal nach oben. Muss möglichst viel mitnehmen. Ich kann ja auch ein bisschen rauszoomen noch. Also bräuchte ich noch so eine Top-Down-Ansicht irgendwie. Also direkt so vom Auto oben drüber genau durchgucken könnt. Ich meine, ich hätte ja noch die Cockpit-Ansicht, dass ich da die Linien da sehe. Aber naja. So ist es mir ein bisschen lieber, ganz ehrlich, zum Fahren. Wenn ich den Luxus schon habe. Im echten Leben würde ich so eine Ansicht da auf jeden Fall vermeiden. Ja, hier nicht mal wüsste, wo der Steuerknüppel ist. Naja, gut. Auch relativ. Wobei bald sollen ja auch Autos, wo mit Controller gefahren werden, ja, rauskommen. Dann könnte ich es mir eher zutrauen. Ich meine, so hat man einfach immer eine bessere Übersicht. Jawohl. Weiter. Okay, jetzt braucht man einfach nur noch rollen lassen und ein bisschen lenken, ein bisschen bremsen mal ab und zu. Es läuft. Aber gut, ist ja auch die Mitte, da passiert ja nichts Schlimmes. Dann sagte er und flog plötzlich davon.
Sollten wir wieder wenden. Ich weiß gar nicht, wo es den überall hier rumhaut. Ob ich die eine Stelle drüben nochmal probieren sollte. Das war falsch rum drauf. Egal, ich probiere jetzt noch einmal die Stelle da oben. Hab schon. Der Reifen ist blöd im Radkasten. Vielleicht, wenn ich von der anderen Seite rangehe. Die ganze Zeit der Nachbarshund hier die ganze Zeit rumkläffen. Ich kann gerade das Fenster nicht zumachen. Ja, ich warte mal ganz kurz. Okay, ich hoffe, jetzt hat er sich ein bisschen beruhigt. So, wir haben halt Sommer gerade. Ist die unten? Die ist hier unten. Wir haben halt Sommer, es ist halt warm. Ich würde sagen, unseren Charakter hier. Na, jetzt fängt es wieder an. Ich schaue, dass ich trotzdem noch hier die Stelle hier wegmache. Na? Müssen wir unsere Differentialsperre einschalten? Oh. Okay, ich weiß nicht, was da los ist an der Stelle hier. Irgendwas hat er da. Keine Ahnung, was da im Weg liegt. Was passiert, wenn das Auto eigentlich auf der Seite liegt? Das können wir jetzt mal testen. Okay, ich verstehe, das Auto versucht dann permanent immer, sich wieder aufzustellen. Okay, also wenn es an die 100% mangelt, dann wird es einfach der Fleck hier wahrscheinlich sein. Jetzt komme ich hier nicht mal aus dieser Ecke raus. So, weiter geht's. Na gut, jetzt darf er von mir aus kläffen, jetzt ist hier gerade der Sturm ein bisschen lauter, hört man nichts mehr so viel. Ich weiß gar nicht mal, wie viel man überhaupt davon hört. Mein Mikrofon ziemlich stabil eingestellt. Also wirklich wahrscheinlich nur meine eigene Stimme so wahrnimmt. Wäre aber gerade im OBS hat eben so gesehen, dass es mal kurz so ausgeschlagen ist und wieder vergessen. Das ist 38%. Eigentlich haben wir schon die Hälfte der Straße weggekratzt. So, immer schön weiter. Hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Wobei, jetzt können wir dann später eine Feindentour machen. Wo sollen denn hier noch 60% sein? Klar, die Strecke ist lang, aber wie gesagt, ich bin ja schon bei der zweiten Hälfte. Das ist ein bisschen merkwürdig, wenn man mich fragt jetzt gerade. Wegen da an diesen Stelle so viel rum. Vielleicht fahre deswegen ja so rum, weil ich auf dem Schneehaufen mit Unsichtbaren drüber fahre. Das wird man gleich raus. Ich habe nämlich immer noch nicht die Nutzerrezensionen gelesen. So kommt es raus. Da würde wahrscheinlich drinstehen, hey, ist alles verpackt. Alles Müll und Ding hier halt. Lieber Entwickler, schmeißt das Spiel weg. Sucht euch einen Job. Nee. Also wie gesagt, ich für meinen Teil würde sagen, das Spiel ist in Ordnung eigentlich. Macht Spaß, so weit hier rumzufahren und Dinge halt. Das ist halt ein, ja, ein bisschen blöd hier jetzt gerade mit dem Rumfahren hier und so nicht vernünftig gezählt wird irgendwie. Ich kann mir echt nicht vorstellen, warum. Das
Problem ist, wir müssen halt hier mindestens 85% zusammenkriegen. Das scheint, das klingt dann nicht viel, wenn es noch 35% sind, aber ich meine, hier guck mal, die Straße ist im Grunde genommen schon fertig fast. Also hier tut sich irgendwo schwer. Oder es geht nur irgendwie weiter und ich weiß nicht wo. Das kann auch sein. War hier nicht irgendwo eine Kreuzung noch? Da oben, vielleicht ist die Strecke hier auch noch mit dabei. Na ja, gut, wie dem auch sei. Wir sind jetzt hier praktisch gesehen ruhig. Ja, praktisch eher theoretisch. Das lasse ich lieber sein, weil das mal sorgt nur für Probleme. Da war gerade der Ordnungsmeister mir durchgegangen, aber gut. Ich versuche mit der heutigen Spielsession noch fertig zu werden mit dem Spiel. Besten Fall. Das ist eine separate Straße. Haben wir jetzt wieder für eine Meldung? Die Straße Panoramic ist nicht befahrbar. Ja, deswegen bin ich doch hier, um sie freizuräumen. Rain. Aber irgendwo muss hier noch ein Riesenhaufen sein. Ein Riesenhaufen meine ich, der muss mindestens 45% abdecken. 44,4. Schon wieder gegen irgendwas gefahren. Ich lass mal lieber den hier unten, weil vielleicht wenn ich damit das Spiel zum Lecken. Und vielleicht wenn ich hier hochfahre. Keine Veränderung, aber zeigt mir halt hier oben immer noch an, dass es geht. Jetzt fahr doch mal vernünftig auf der Straße. Also fahrtechnisch müssen sie dringend noch was umbauen. Geht's hier weiter? Da geht's weiter. Okay. Haben wir die Strecke ja gefunden. Oder ist es die Straße hier? Hinten gab's einen Erdrutsch. Ja, nee, der macht weiter. Okay, dann ist das der zweite Teil. Das hätten sie auch irgendwie sagen können. Hey, du musst doch da durch den Tunnel fahren. Da den Freak freiräumen. Also wenn ich das jetzt nicht nachgeschaut hätte, dann hätte ich es für einen Bug gehalten, tatsächlich. Jetzt fahr halt mal vernünftig irgendwie geradeaus. Wo hat der Junge seinen Führerschein gemacht? Aber jetzt auf mich zu beziehen, aber im Gegensatz zu ihm ist es so, dass ich auch gegen die Leitplanke fahren kann und mir denken kann, ach nö, hab da was gekratzt. Ich rufe den Chef an, hey Chef, ich habe einen Spiegel verloren. Die Leitplanke war plötzlich da. Ich erinnere mich an einen Kollegen von meinem Bruder. Na? Hat mal einen Autounfall gehabt und hat einen Chef angerufen. Ja, schieb's halt einfach weiter, Mann. Ja, okay, dann bleibt er hier wieder diese Fleck frei. Das ist sowas, was mich eher nervt hier. Das ist die ganzen Rumsteckerei hier. Wir haben den Reifen mit dem besten Grip eigentlich drauf. Trotzdem schafft es hier nicht vernünftig irgendwie voranzukommen. Ich würde es ja verstehen, wenn wenigstens vorne so ein Haufen Schnee ist, dass das Auto Schwierigkeiten hat voranzukommen, aber ja, 100 Kilo. Ich habe gerade vorher schon 1000 rumgeschoben. Ja, okay, dann mal hier wieder die Kurve. Hier ist die Winter Summit Farm. Okay, also was ich gerade erzählen wollte, war,
Der Kollege von meinem Bruder, der hat dann halt einen Autounfall gehabt und hat dann eben seinen Chef angerufen. Er hat ihm gesagt, oh, Chef, Auto, der Spiegel ist kaputt. Der Spiegel ist kaputt gegangen. Daraufhin der Chef halt eben, ja, was ist denn passiert? Ja, das Auto liegt drauf. Ach man. Das ist nicht so schlimm, was genau ist passiert. Ja, das Auto liegt drauf. Oder in Arbeit habe ich auch so einen Zettel drin hängen. So ein Witzbild, wie man es halt eben so kennt, halt eben. Na, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Was ist am besten klein, was wir hier die andere Kurve auch noch einigermaßen haben. Oder drauf steht, ja, Chef, ich hatte einen Wildunfall. Was haben Sie denn für ein Tier gerammt? Ein Fisch. Darunter war ein Bild, wie das Auto im Wasser liegt. Nein. Okay, kann man gelten lassen. So, 16 Minuten, meine Damen und Herren. Wir hängen im Grunde noch in unserer Straße rum. Schwarze Auge. Aber gut, theoretisch werden wir in der Folge hier die Straße schaffen und vielleicht den Hof da oben. Je nachdem, wie lang die andere Straße ist. Ich weiß ja nicht, ob ich da noch irgendwelche Missionen noch weiter freischalte. Das wäre interessant zu wissen, wie gesagt. Wir fahren übrigens mit reiner Luft. Reiner Luft, er ist immer dabei, wenn man ihn braucht. Okay, die Kurve war nichts. War auch nichts. Immer schön weiterschleifen. So. Ich glaube, jetzt sogar wirklich so machen, dass ich nur die 85% mache und werde dann die Mission beenden. 100% sind mir gar nicht mehr so wichtig. Ich meine, wir haben ja unendlich Kohle gekriegt aus Gründen. Ich weiß immer noch nicht, ob es ein Bug war, dass wir so viel Geld gekriegt haben. Aber wie wird es dann berechnet? Weil, wie gesagt, wir hätten es ja irgendwie so, dass dann die Zeit von einem anderen Schneepflug da weitergerechnet worden ist. Aus Gründen ist dann so, je länger man braucht, desto mehr Kohle kriegt man, oder wie läuft das? Verstehe ich gar nicht ganz so. Aber gut, es wird schon passen irgendwie. Habe heute so ein bisschen drüber nachgedacht eigentlich, dass ich hier so wirklich eigentlich froh sein kann, dass Leute wie ihr eigentlich hier zuguckt eigentlich, weil es im Grunde genommen nichts anderes als normales Gameplay, wenn ich mir so anschaue. Wenn ich mir so andere Videos so anschaue, so Thema jetzt Speedrun-mäßig halt, da habe ich heute viel drüber nachgedacht. Ich bin jetzt nicht so ein Freund von Speedrunning, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich finde es schon beeindruckend, was die Leute da so alles rausfinden und tun und machen, was weiß ich halt eben. Wir haben mir zumindest letztens noch das Tools-Video da angeschaut. Ich finde es schon beeindruckend, was manche Leute da so machen, oder dass man zum Beispiel jetzt halt so Spiele wie Getting Over It halt in, keine Ahnung, 2 Minuten oder sowas schafft. Also eben ein so ein extremes Rage-Spiel ist, ein Sisyphus-Spiel halt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht irgendwie das Interesse, dass ich da irgendwie sowas mache. Und wie gesagt, ich schaue da auch nicht großartig zu. Wie gesagt, ich finde es einfach nur beeindruckend. Und ich sage schon mehrmals, habe ich schon mehrmals, wie gesagt, gesagt. Aber, wie gesagt, finde ich deswegen ist es so beeindruckend. Was ich allerdings eher komisch finde, ist halt eher, naja, ich sag's mal so, also ich würde jetzt halt keinen Speedruns machen wollen. Weil ich finde, bei manchen Spielen ist es halt einfach, ja gut, bei so Spielen wie bei Getting Over It ist es im Grunde genommen eigentlich, es ist im Grunde genommen eigentlich sogar einer gesagt, dass es dafür sogar gemacht wird. Für so Spiele halt. Ich meine, solange ich kein Streamer bin, der irgendwie hier den ganzen Tag sein Gesicht halt eben noch mit Foto filmen muss, ist es wahrscheinlich eher uninteressant, wenn ich das jetzt anfangen würde zu spielen. Sei jetzt mal vorsichtig. Da
da wäre halt eben so Speedrunning halt dementsprechend, sage ich mal, eher besser, um halt auf Leute... Naja gut, spätestens wenn dann irgendeiner schneller war, dann hat, bin ich schon wieder außen vor. Aber im Grunde genommen ist es halt auch so, dass diese Leute erleben, na, vielleicht kriegen wir sogar die 100% zusammen, wenn ich nochmal durchfahre. Im Grunde genommen ist es ja auch so, dass die Leute halt auch versuchen halt, ja, Zuschauer halt eben zu finden, indem sie sich halt eben auf sowas hier einlassen, auf Speedrunning-mäßig halt. Und wenn sie halt eben nicht die schnellste Zeit schaffen, dann machen sie halt eben so andere Sachen. So, Demon's Souls oder Dark Souls oder die ganzen anderen Soul-Spiele da, wie die ganzen Dinger da heißen. No-Hit-Running oder Kämpfe blind oder mit, keine Ahnung, Kartoffel-Keyboard. Ist beeindruckend, dass die das so programmieren können. Dementsprechend aber, ja, wenn ich mir jetzt so den No-Hit-Run so vorstelle, dass man halt eben durchspielt, so lange, bis man halt eben Schaden kriegt, und dann muss man das komplette Spiel nochmal neu starten. Also, ja. Manche Spiele sind für sowas halt eben, sag ich mal, gut gemacht worden. Aber manche Spiele halt eben nicht. Ich erinnere mich da zum Beispiel an dem Spiel The Last Guardian. Ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Kann ich sehr, sehr gern weiterempfehlen. Vor allem für Leute, die halt, ja, die halt so Spiele wie Shadow of the Colossus halt eben auch gemocht haben. Das ist ein ziemlich gutes Spiel. Und da gab es ja zum Beispiel auch eine Errungenschaft, dass man das Spiel innerhalb von 5 Stunden durchspielen soll. Habe ich nie gemacht. Weil ich persönlich finde, dass das Spiel einfach nicht dafür gemacht worden ist, dass es in Speedrun einfach so durchgehoben wird. The Last Guardian habe ich, keine Ahnung, wie oft habe ich das gespielt. Mindestens 7 Mal habe ich das durchgespielt. Das letzte Mal habe ich es meiner Freundin noch präsentiert, meiner damaligen, wenn ich es so bezeichnen darf, noch. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls, ja, ich für meinen Teil habe das Spiel auf diese Art und Weise lieb gewonnen. Ich würde sagen, wenn ich jetzt jetzt Speedrun machen würde, mit, dann bräuchte ich auch mindestens 3 Anläufe. Der Anlauf, wo ich halt nochmal die ganze Sache erkunde, der Anlauf, wo ich es dann halt ganz knapp schaffe und mich dann frustrieren, und dann der, Run, wo ich es halt dann wirklich schaffe, wo ich halt dann wirklich durchzwänge, alles mögliche zu machen und Dinge halt, und ich habe halt Angst, dass ich halt dann eben am Ende des Tages dann sage, ja, super, ich habe es eigentlich geschafft. Scheißspiel. Und ich kann mir jetzt zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass jetzt irgendwelche Speedrunner hergehen können und sagen, ja, ich habe jetzt das Spiel, ich habe jetzt 3 Monate lang habe jetzt hier rumgespielt, bis ich jetzt es geschafft habe. Mist, falsches Schild. Bis ich es geschafft habe, jetzt hat hier das komplette Spiel in No-Hit durchzuspielen. Und ich kann sagen, es ist mein Lieblingsspiel, mein absolutes, und ich freue mich immer, wenn ich hier spielen darf und Dinge halt. Nee, das sind so... Ich denke, ihr versteht, was ich meine, oder? Sondern, ja, ich glaube nicht, dass der dann irgendwie am Ende des Tages hergeht und sagt, ich wollte gerade sagen, ist hier wieder nachgerutscht, dass am Ende des Tages hergeht und sagt, ja, es ist mein absolutes Lieblingsspiel, spiele ich immer wieder gern und ganz lieb und Dinge halt, wenn er so viel Frust und Ärger und was weiß ich halt eben alles reinsteckt, einfach nur, damit er halt eben irgendwie praktisch gesehen sinnlos was erreicht. Ich meine, das kann man jetzt so oder so sehen. Ist jetzt einfach nur meine Meinung, wie gesagt. Wenn man sich solche Challenges setzt. Aber es ist halt eben, ja, das ist halt eben die heutige Zeit. Unter den Tausenden von Leuten, die alle das, die alle Demon's Souls oder sowas eben spielen. Das ist halt eben so Leute, die halt eben auffallen. Das müssten sie am Ende, weil, wie gesagt, letzten Endes von diesen... Ich weiß jetzt zum Beispiel jetzt nicht, wie viele Leute jetzt hier den Snowblowing Simulator spielen oder ob die überhaupt so weit spielen, wie ich ihn überhaupt hier spiele. Gibt es bestimmt Leute, die machen eine Folge, machen, keine Ahnung, 1 Million Views und rühren das Spiel danach nie wieder an, obwohl die in den Kommentaren sagen, hey, bitte mach noch eine Folge, mach noch eine Folge, mach noch eine Folge.
jetzt bestimmt mehr als genug. Und dann gibt es so Leute wie mich hier, die jetzt das Spiel versuchen, komplett durchzuziehen. Und ich nur so einen kurzen Tag, ich mache einfach mal eine Folge und lass mich dafür hoch feiern. Und werden halt von Leuten, die das Spiel halt eben mögen, oder halt eben sehr gerne bei so einem Let's Player eben zugucken oder zuhören wahlweise, halt dann halt nicht hier entdeckt. Na gut, ich bin halt ein kleiner YouTuber, das ganz kleine YouTuber, und im Grunde genommen mehr als Videos zur Verfügung stellen kann ich halt eben nicht. Der Rest liegt halt einfach nur an euch. So. Und ich sag's ja auch immer wieder, ich bin selbst immer noch beeindruckt, wie weit ich eigentlich innerhalb dieser... hier war die Stelle wieder. Wie weit ich eigentlich innerhalb dieser Zeit, wo ich jetzt hier angefangen habe, aktiv Videos zu machen, eigentlich gekommen bin. Also ich hätte selbst nicht gedacht, dass ich... Ich meine, jetzt aktuell bin ich bei 375 Abonnenten fast. Aber ich hätte selber nicht gedacht, dass ich so weit innerhalb von einem Jahr komme. Und das macht mich einfach glücklich und stolz einfach nur. Gute Arbeit. Niemand hat mit solcher Genauigkeit gerechnet. Es ist jetzt ein Schutzraum. Hoffen wir, dass kein riesiges Gebiet wird. Okay. Also so genau habe ich aber nicht gearbeitet. Da war irgendwie eine unsichtbare Mauer im Weg. Also ich sage jetzt einfach hier nochmal Danke an alle, die jetzt... Ich weiß gar nicht, wie viele Leute überhaupt das Video angucken wollt. Oder ob irgendeiner überhaupt an dieser Stelle überhaupt noch zuhört. Jedenfalls danke an denjenigen, der zuhört. Okay, wahrscheinlich werde ich auf jeden Fall nochmal eine Straße... Also ich bin jetzt hier, dass die Straße hier hinauf auch noch gemacht wird. Die Straße hier hinauf, habe ich die eigentlich schon. Dann haben wir hier nur eine Straße. Hier oben ist nochmal ein Haus. Ne, das ist die Bergunterkunft. Da kommen wir als nächstes hin. Das möchte ich auf jeden Fall noch machen, die Folge. Dann wird es wahrscheinlich die Straße noch geben. Also das wird noch ewig weitergehen. Mann. Ich wollte eigentlich was anderes noch aufnehmen. Jetzt habe ich jetzt eh schon einen Tag Pause gemacht, um die Rugdealer Simulator 2 weiter aufzunehmen. Weil ich mich doch dazu entschieden habe, dass ich doch nochmal ein paar Folgen mache. Ich habe eigentlich ein anderes Spiel noch geplant, was ich aufnehmen wollte. Aber es hat eben so schlechte Nutzerrezensionen gehabt. Also da habe ich mich jetzt schon von den Nutzerrezensionen beeinflussen lassen. Aber ich habe auch ein bisschen da reingelesen, habe auch gesehen, ja okay, grafische Scheiße, Inhalt ist wenig los und Dinge halt. Und ich habe vor ein paar Wochen habe ich auch das Spiel Chips at Sea aufgenommen, was ja auch extrem negativ war. Und das wurde halt eben auch von den Leuten, von den Zuschauern halt auch nicht so gut aufgefasst. Deswegen war ich da ein bisschen vorsichtiger. Ich habe natürlich vor, Chips at Sea nochmal zu spielen. Allerdings musste halt noch ein bisschen was getan werden. Es sind jetzt schon ein paar Updates draufgekommen und ich habe jetzt wenigstens einigermaßen wieder, sag ich mal, ich knall hier immer irgendwo gegen. Schaufel ist oben, oder? Ja. Zumindest habe ich meinen Spielstand so weit retten können, weil das letzte Ding war ja, dass ich nur 2 Meter fahren konnte und dann hat das Spiel abgestürzt. Na ja, gut, schauen wir uns mal in die Bergunterkunft noch schnell machen und dann machen wir mit der Folge Schluss. Ich bin am überlegen, ob ich nicht die Straßen weiter selber räumen sollte. Zum Alleingang halt einfach schnell. Da steige ich eigentlich auf der Beifahrerseite aus. Räumen Sie im Bereich des Schutzraums. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich auch zu wenig werden. Das ist eben der Punkt. Und wenn es blöd geht, dann kann es wirklich sein, dass ich den letzten Haus da freischalte. Nein. Noch einmal. So. Hier noch den hier. Eigentlich könnte ich auch mit der Schneefräse arbeiten. Aber hey, mit dem Auto geht es auch schnell. Sofern nicht irgendwelche Hindernisse im Weg sind. Wir können uns ja gerne mal rumführen, solange es nichts auffällt oder uns abhören möchte.
Halt sie auf, knallt sie ab. Ja, jetzt für jede einzelne Hütte hin. Okay. Hast mir anders überlegt, die machst du auch mit der Fräse schnell. Mit dem Schieber hier. Ich meine, guck mal, das ist eine Strecke hier. Ich starb die Zeit geschlagen. Weil eigentlich hier den Streifen hier schon freigeräumt. Ein bisschen rüber und hier nochmal rüber. Einmal ganz kurz. Mit Auto wäre schneller gegangen. Ja, aber gut, das Auto ist nicht so präzise, dass ich das im Haus hingehe. Jetzt ein bisschen komisch, dass hier dieser Streifen hier, ich meine, der deckt ja hier die komplette Linie komplett ab. Trotzdem, wenn ich hier durchfahre, bleibt links und rechts ein bisschen was stehen. Ein bisschen komisch geformt. So. Der Weg zur Hütte hin soll, muss frei sein, aber die Treppe nicht. Da muss er drüber steigen. Nein, das wollte ich gerade nicht. Ich wollte ein bisschen voran sitzen. So, mal hier einfach mal jetzt einmal so eine Linie runter. Also. Ich meine, ich sehe ja auch schon, dass man mit normalen Let's Play halt eben so großartig nicht weit kommt. Und ich habe nur nebenbei die Sündenvideos da. Wo ich im Grunde auch noch ein bisschen weiter an dem Gollum-Video arbeiten muss, an Part 3. Heute braucht er noch ein bisschen kochen. Aber es sollte eigentlich theoretisch bis zu den 400 sollte es eigentlich fertig werden. Behaupten wir es zumindest mal. Jetzt müssen wir nur im Urlaub noch mal ein bisschen ransitzen. So. Aber dafür muss ich ein bisschen vorproduzieren, damit ich hier auch ein bisschen Zeit kriege. Das ist jetzt nicht, wenn ich dann nebenbei immer noch ein Let's Play Projekt habe. So. Ich merke, dass ich immer langsamer werde. Also Zeit mal was zu essen. Oh, schaff was? Schaff was? Nein, schafft es nicht natürlich. 2 Schokoriegel sollten reichen. So, dann schieben wir hier nochmal rum. Das geht, dann hier nochmal. Und hier nochmal den Weg frei. Dann sollte man die 100% haben. Fertig. Okay, ich muss zweimal schieben. Hurra! Okay, jetzt schauen wir einfach mal, was passiert, wenn ich die Mission abliefere. Ob er dann noch irgendwie sagt so, oh, hier ist noch eine Mission für dich. Mach mal. Jetzt habe ich wieder diese... Ich nehme jetzt 32 Minuten auf, aber ich arbeite noch nicht 32 Minuten an der Mission hier. Haben wir jetzt schon wieder 99,9. Ja, das hast du gut gemacht, aber diese alte Fallenstelle ist eine Plaudertasche, nicht wahr? Und oben rein kümmert sich... Ein alter Trapper auch um den Aussichtspunkt über den Morasiki-Oku-See, den Parkplatz für die Vorliebe, und hat dich beauftragt, den Schnee dort zu räumen. Super. Ist hier ein Typ, der sagt, dass hier der Figur ist erschienen. Oh. Es ist Bigfoot. Das ist ein echter Bär. Da reden wir noch mit ihm. Hey, vielen Dank für die gute Arbeit, gemachte Arbeit. Es ist schön, dich zu sehen. Eine tolle Jahreszeit jetzt. Es gibt niemanden, dem man den Mund öffnen kann, und ich bin alt und habe keine Kraft mehr, wie früher in die Berge zu gehen. Du musst die Berge gut kennen.
höchstwahrscheinlich auch viele Legenden und Geschichten, die mit ihm verbunden sind. Oh, ich könnte stundenlang erzählen. Ist so viel Zeit? Eigentlich ist die Folge schon vorbei. ich habe das schon gehört und das. Du weißt sicherlich nicht. Ich habe keine Zeit. Was? Wieso? Was? Hä? Bewohner erzählen unterschiedliche Geschichten über Freaks, die in Bergen zu finden sind. Zuerst hielt ich es für ein Märchen, aber nachdem was ich bisher gesehen habe, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Weißt du etwas darüber? Ich werde dir eine Legende erzählen. Achso, hier unten, sehr gerne. In der Nähe macht sich eine Gruppe begeisterter Touristen auf zu einer abenteuerlichen Reise. Die Führerin war eine erfahrene Entdeckerin namens Emily, die immer bereit für eine neue Herausforderung war. Ihre Gruppe bestand aus mutigen Touristen. Während ihrer Reise entlang des Pfades durch die Berge bemerkten sie Spuren von extrem großen Füßen in frisch gefallenem Schnee. Je näher sie kamen, desto mehr stieg in ihren Herzen eine Mischung aus Aufregung und Angst auf. Eine geheimnisvolle Präsenz kam immer näher und die Atmosphäre verdichtete sich. Ich kenne diese Geschichte. Du bist gelangweilt. Geh zur Arbeit. Plötzlich tauchte eine mysteriöse Riese aus dem Dickicht auf. Die Touristen erstarrten an Ort und Stelle. Der Riese war über 3 Meter hoch und sein Körper war mit dichtem Fell bedeckt. Sein Blick war intensiv und voller Geheimnis. Emily mit kühlem Blut beschloss, diese außergewöhnliche Gestalt zu erkunden. Sie beschleunigte ihren Schritt und begann, Fragen in eine unbekannte Sprache zu stellen. Unerwartet antwortete der Riese in derselben Sprache. Es stellte sich heraus, dass dies ein alter Stammesbergwächter namens C4 ist. Okay. C4 erzählte den Touristen von der Gefahr, die in den Bergen lauerte. Er entdeckte, dass in der Nähe eine dunkle und mysteriöse Kraft existiert, die Kontrolle über die Länder übernehmen möchte. C4 wurde zur Legende und die Gruppe von Touristen ging dank ihres Mutes und ihrer Entschlossenheit als Bergwächter in die Geschichte ein. Super, erzähl mir was anderes. Nur denken Sie daran, dass ich alt bin und dieses nicht Gedächtnis. Wenn ich anfange zu wiederholen, stoppen Sie mich. In den umliegenden Bergen verhörte menschlichen Hauptquartier wurden die Legenden über den Yeti mit jeder weiteren Geschichte mysteriöse Gerüchte über eine riesige Kreatur, die in wilden Gebieten lebt, weckten nicht nur die Interesse der lokalen Geheimgemeinschaft, sondern auch die Regierungsbehörden. Die berühmte Strafverfolgungsbehörde erfuhr von den Geschichten und beschloss, den Yeti-Fall zu untersuchen. Eine spezielle Einheit, ausgestattet mit den neuesten Technologien und geschult in der Ermittlung der schwer zugänglichen Gebieten, wurden mit dieser Aufgabe betraut. Oh Gott. Unter der Führung der erfahrenen Spezialagenten Harrison Reynolds begann das Team eine intensive Suche in den Bergen mit Hilfe von Drohnen, Wärmebildsensoren und spezialisierten Ausrüstungen durchkämpften die Gegend das Gebiet auf der Suche nach den Beweisen für die Existenz des Yetis. Während der Untersuchung sammelte das Team Aussagen von Einheimischen, behaupteten, den Yeti in der Gegend gesehen zu haben. Ihre Geschichten waren voller Angst und Respekt vor der mysteriösen Kreatur. Oh Mann. Ich lese das noch fertig und dann mache ich die Folge in die Schluss, weil das bringt ja so nichts. Jedoch war es kein einfacher Prozess. Das Bergegebiet ersperrte den Zugang und spärliche Spuren und Beziehungen erforderten eine sorgfältige Analyse. Ein Team von Agenten riskierte ihre eigene Sicherheit, indem sie schwierige Wege durchquerten, Fallen aufstellten und jeden verdächtigen Ort untersuchen. Im Laufe der Ermittlungen begannen die Medien sich für die Aktivitäten der Agentur zu interessieren. Das Publikum auf der ganzen Welt war daran interessiert, ob es der Agentur gelingen würde, die Wahrheit über den Yeti zu entdecken. Berichten über die Ermittlungen erschienen im Fernsehen und in Zeitungen, was die Sensation anheizte und das Interesse an den Geschichten über den Yeti versteigerte. Okay, stoppen Sie mich, wenn ich wiederhole. Aus dem Winter haben wir... Ja, ich kenne diese Geschichte. Er entschuldigt sich, ich bin schon im Alter und mein Gedächtnis ist nicht mehr so wie früher. Ja, sag's mir. Es gibt so viele Geschichten, ey. Ich gehe jetzt zurück an die Arbeit. So, okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt haben wir hier unten die Straße und hier oben die Straße. Und wie gesagt, ich vermute, dass das hier auch noch eine Mission wäre.
Wahrscheinlich die Straße hier auch noch. Das heißt, wir hätten Olympic Way. Auch hier ist nochmal eine Straße. Also warte mal ganz kurz zusammenzählen. Eins. Zwei. Vielleicht hier drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Okay. Ein bisschen viel Arbeit noch. Ja, okay. Ich glaube, ich werde jetzt die Straßen doch als allein machen. Möchte dann nur bei den Häusern reinholen. Vielleicht hole ich bei dieser Straße noch rein. Weiß ich noch nicht. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Snowplowing Simulator wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und ihr wisst ja, ihr seid diejenigen, die den Kanal voranbringt. Also dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.